Man mag es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Wir können bereits das 10. Jahr unseres Magazins Frisch gekocht und besser Leben feiern. Bevor es aber ans Buffet geht, erlauben wir uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen, also quasi ein Making-of des Magazins. Am Anfang des Magazinmachens steht immer die Redaktionssitzung. Da setzen sich gescheite Menschen gemeinsam an einen Tisch und besprechen die nächste Ausgabe. Wenn man sich die entspannte Stimmung so anschaut, muss man sagen, die haben echt Spaß und genießen ihren Job. Naja, auch kein Wunder. Da dreht sich schließlich um 35 leckere Rezepte pro Heft. Und um spannende Reportagen, kulinarische Reisen und Designtrends. Wen wundert's da auch, dass die Auflage von 400.000 Stück jedes Mal nach kurzer Zeit vergriffen ist? Unsere Leserinnen und Leser sind ja ein hohes Niveau gewohnt, daher ist das In-Szene-Setzen super wichtig. Und genau da kommen jetzt 13 Köche, Foodstylisten und Setstylisten mit ihren genialen Rezepten und mit der schicken Tischdeko ins Spiel. Und 9 Fotografen sorgen dafür, dass es davon dann ja auch Bilder gibt. Sonst würde es uns ja a. keiner glauben, dass jedes Rezept extra fürs Heft so aufwendig produziert wird und b. sollen die Bilder ja auch in unser Magazin. Zum Beispiel das Silvester-Shooting. Hier werden uns Fingerfood-Rezepte für die große Party zum Jahreswechsel aufgetischt. Dazu haben wir uns 4 Fashion Models eingeladen. Wenn man es genau nimmt, haben die 4 Silvester für heuer schon mal erledigt. Nein, das ist unfair, ist ja nur gestellt. Sie haben ihre Sache jedenfalls hervorragend gemacht, denn von den Stylisten über den Fotografen bis hin zur Chefin vom Dienst sind alle happy mit dem Ergebnis. Zu Recht, wenn ich mir da als Stimme aus dem Off ein bisschen Meinung erlauben darf. Tolle Bilder. Ein Augenschmaus sind auch die Bilder vom Shooting für den Adventkalender und der exotischen Früchte. Da werden Früchte, Naschereien und Co. kunstvoll und mit Stil in Szene gesetzt. Diesmal ganz ohne Models. Irgendjemand muss sich ja dann auch mal hinsetzen und die ganze Pracht layouten. Das macht richtig der Layouter. Der freut sich aber noch mehr, wenn man ihn mit der korrekten Bezeichnung Art Director anspricht. Und ganz ehrlich, das klingt ja auch wirklich besser. Jedenfalls wurden in der nunmehr 10-jährigen Geschichte des Magazins bereits 6.062 Seiten gelayoutet. Das sind 75 Ausgaben. Würde man die nebeneinander legen, dann ergebe das die Strecke, egal, jedenfalls sind es eine ganze Menge. Um noch ein bisschen bei den beeindruckenden Zahlen zu bleiben. In ca. 10.000 Arbeitsstunden wurden insgesamt 2.500 Rezepte entworfen. Das ist so, als hätte man ein Jahr und 2 Monate 24 Stunden am Tag gekocht, gekocht und immer wieder gekocht. Nämlich Rezepte aus Österreich, Kroatien, Polen, Russland, Holland, Schweden, Italien, Griechenland, Türkei, Spanien, Portugal, Frankreich, England, USA, Mexiko, Brasilien, Thailand, Vietnam, China, Japan, Indien, Afrika, Australien. Habe ich da einen Magenknurren gehört? Oder war das doch die imposante Druckmaschine in der Druckerei Goldmann, die dann ja eigentlich das Endergebnis herstellt? Das Magazin frisch gekocht, frisch gedruckt quasi, zum tatsächlich Anfassen und natürlich auch zum Lesen. Jedenfalls holen sich jeden Monat 400.000 Fans unser Magazin. Wenn uns die alle gemeinsam in der Redaktion besuchen wollen, würden sie 444 U-Bahn-Waggons füllen. Da treffen wir uns dann doch lieber gleich im Happelstadion. Halt nein, geht auch nicht. Das wäre dann ja 8-fach ausverkauft. Sie sehen schon, wir wollen anlässlich unseres 10er-Jubiläums ein bisschen angeben. Darum erwähnen wir jetzt auch beinhart, dass Frisch gekocht und besser leben im Juni 2009 mit dem BCP Award in Silber für bestes Kundenmagazin Bereich Handel ausgezeichnet wurde. Das größte Lob kommt aber von woanders und es ist ein 100.000-faches. Nämlich jedes Mal, wenn eine zufriedene Leserin oder ein begeisterter Leser in unserem Magazin blättert. Und weil sich diese Form des Lobs für alle Beteiligten so gut anfühlt, wollen wir zum Abschluss auch noch unverschämt werden. Wenn es nach uns ginge, kann das gerne die nächsten 10 Jahre so weitergehen.